Leipziger Buchmesse. Ich bin jetzt beim Suton Verlag und hier steht mein eigenes Buch. Magdeburg, Wendezeit und Neubeginn ist gerade jetzt erschienen. In diesem Buch reflektiere ich die Zeit zwischen 1989 bis Mitte der 90er Jahre in Magdeburg, wirtschaftlich, politisch, kulturell, die verschiedenen Facetten mit Zeitzeugen und mit ganz vielen Fotos. Und neben mir ist Herr Ströbel vom Suton Verlag, Marketingleiter. Ja, wir haben jetzt eine Partnerschaft begonnen und es steht ja noch ein neues Buch im Herbst aus. Das ist dann ja Magdeburger Börde, Lieblingsrezepte aus der Magdeburger Börde. Können Sie auch vielleicht noch mal was zu Ihrem Verlag sagen? Ja, gerne. Wir sind seit 20 Jahren in Erfurt damit beschäftigt, die Geschichte deutscher Städte und Regionen in Bild und Text festzuhalten und den Leuten eine Möglichkeit zum Erinnern und Wiederentdecken alter Zeiten zu geben. Sind da immer auf der Suche nach Autoren, die interessante Bilder und interessante Geschichten zu erzählen haben und sind sehr froh, dass wir jetzt für Magdeburg einen sehr interessanten Band über die Wendezeit und das spätere, die spätere Entwicklung der Stadt machen konnten, der ab jetzt im Handel ist. Und wenn es so gut klappt mit der Zusammenarbeit, dann geht man gleich ans nächste Projekt und für den Herbst können sich alle aus Magdeburg und Umgebung auch schon auf ein Buch über die besten und leckersten Rezepte aus der Magdeburger Börde freuen. Ja, in dem Buch zur Magdeburger Börde sind wieder ein paar Geschichten drin, denn nämlich in Magdeburg oder in der Börde haben wir in diesem Jahr 2018 180 Jahre Zuckerproduktion und da gibt es also auch viel Tradition und auch viel Heimatpflege. Ja, nochmal zu dem Buch Magdeburg Wendezeit und Neubeginn, das war ja jetzt eigentlich so ein Novum. Sie hatten schon ein Bildband, warum haben Sie denn jetzt trotzdem mit mir dieses Projekt gestartet? Was hat Sie dann neugierig gemacht? Ich denke, die Wendezeit ist einfach eine ungeheuer spannende Zeit. Es war ein Umbruch, wie er in dieser Schärfe eigentlich kaum mal passiert ist. Vielleicht Weltkriegsende vergleichbar, aber es hat sich für ganz viele Menschen im Alltag so ungeheuer viel verändert, dass wir das sehr spannend fanden, genau diese Zeit nochmal in Zeitzeugenberichten und Bildern eingefangen darstellen zu können. Ja. Gut, dann freuen wir uns auf eine weitere Zusammenarbeit, denke ich. Okay, ja, alles klar. Und, liebe Zuschauer, immer mal reinschauen.